Da waren es nur noch 5. Noch 5 Spieltage mit unserem ersten FC Köln in dieser ersten Saison hier im Football Manager 2024. Zu diesem Video begrüße ich euch natürlich und gerne wieder sehr, sehr herzlich. Schön, dass ihr zuschaut. Und ja, es sind noch 5 Tage, Spieltage zu spielen. Es ist der Grund, weshalb wir mal genauer auf die Tabelle gucken. Denn wir sehen hier, vor dem 30. Spieltag haben wir 41 Punkte gesammelt. Und wir gucken jetzt nur noch nach oben. Das ist mal was ganz Neues für den FC Köln. Denn 6 Punkte vor uns ist die TSG Hoffenheim platziert. Davor 7 Punkte vor uns Dortmund und Wolfsburg. Und wenn wir irgendwas reißen wollen, dann müssen wir jetzt eine Serie starten. Nach dem 0:4 Debakel gegen die Bayern am vergangenen Wochenende ist unser heutiger Gegner, guckt mal ganz nach unten in den roten Bereich, der SV Darmstadt 98. Die kämpfen hier um den Abstieg. Die werden mitnichten dieses Spiel einfach so hingeben. Die brauchen die Punkte. Und insofern wird das eine sehr, sehr knackige Partie hier in der Folge. Wir gucken uns mal unseren Terminplan genauer an und insofern willkommen zu dieser neuen Folge. Wir spielen gegen Darmstadt, gegen Mainz, gegen Union, gegen Freiburg und gegen Heidenheim. Schauen wir gerade, die Mainzer sind auf Rang 8, Freiburg 13. Union Berlin spielt auf Rang 10, auch in unseren Sphären und die Heidenheimer ebenso. Das sind schöne Nachbarschaftsduelle. Das stärkste Team von der tabellarischen Situation her sind die Mainzer. Da müssen wir auch hinreisen, aber wir sehen es, wir haben in 5 Spielen noch 3 Heimspiele. Ich möchte euch in jedem Spiel mitnehmen und insofern werden wir heute Darmstadt und Mainz ganz ausführlich uns anschauen können, bevor es dann vermutlich in der kompletten langen Abschlussfolge dieser Saison zum Heimspiel Freiburg, zum Heimspiel Union und zum Auswärtsspiel in Heidenheim kommt. Was wir uns auch so langsam vergegenwärtigen sollten, wir schreiben mittlerweile den 20. April und so ist ein bisschen was los und da hole ich euch mal gerade zu Beginn der Folge ab, denn wir hatten tatsächlich, und jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wo die Nachricht ist, mit dem Berater von Marcel Hartl gesprochen. Benjamin Bauer, der Berater, meldet sich nochmal. Wir haben herausgefunden, beziehungsweise einigermaßen schnell erkannt, dass der Vertrag von Hartl, den wir ja schon mal gescoutet hatten, dieses Jahr ausläuft. Das heißt, wir könnten den kostenfrei erhalten. Das Ding ist, der fordert so um die Millionen an Spielergehalt. Gucken uns das mal im Verhältnis an und dann kommen wir auch nochmal zu einem ganz anderen Aspekt, warum ich euch das erzähle. Wenn wir hier mal das Gehaltsgefüge uns anschauen, ist eine Million schon oberes Drittel, das muss man so sagen, ist aber nicht übermäßig teuer. Das Problem an Hartl wird letzten Endes sein, dass er natürlich kein großes Potenzial mehr hat. Der Mann ist 28 Jahre alt. Was mir an ihm natürlich gefällt, ist die Tatsache, dass er sehr gutes Passspiel, eine gute Technik verfügt und neben den guten Entscheidungen, die er trifft, auch eine hohe Einsatzfreude aufweist. Das könnte für den FC Köln ein guter Fit sein. Außerdem hat er eine extreme Grundfitness, eine gute Ausdauer. Tempotechnisch ist da ein bisschen was hängen geblieben, aber einfach ein guter Allrounder, muss ich hier sagen. Schlägt gute Standards, hier die Ecken und die Freistöße sind nicht zu verachten. Und insofern ist er gerade für, mal gucken hier, wenn wir den als Box-to-Box anklicken, na, da sind schon gute Werte dabei. Ohne Ball, Teamwork, Einsatzfreude immer noch hoch, passend, Tackling. Beim Tackling könnte er noch ein bisschen zulegen in meinen Augen, aber technisch natürlich sehr versiert. Warum erzähle ich euch das aber alles so brühwarm? Nun, wir hatten ein Gespräch und jetzt muss ich auch noch mal gucken in dem Moment, wo das denn stattfand. Hier ist es. Dejan Ljubicic will seine Option für sein Vertragsende überdenken und hat sich bezüglich seiner Zukunft noch nicht entschieden. Er hat seine Absichten noch nicht geäußert, hat aber gesagt, dass er jetzt Zeit brauche, um über alles nachzudenken. Ich bin sehr gespannt, was da passiert, denn der hat nur noch ein Jahr Vertrag. Den müssen wir dieses Jahr verkaufen, wenn es hier zu keiner Verlängerung kommen sollte. Schauen hier oben drauf. Er sondiert die Option. Er ist gelb vorbelastet, das ist nicht so wirklich wichtig. BRG ist interessiert. Wer ist BRG? Ah, Braga. Okay, alles klar. Wenn wir dann auch noch bedenken, dass natürlich so jemand vermutlich gehen wird wie Erik Martel zu gegebener Zeit, der übrigens noch bis 28 Vertrag hat. Das ist ein richtiges Pfund bei Verhandlungsoptionen. Gucken wir mal, wer hier interessiert ist. Austin FC für eine Laie. Naja, müssen wir mal gucken. Wir haben ihn eigentlich versprochen, ne, für den Verkauf zu sorgen. Also insofern verlassen uns da 2 im Mittelfeld und deswegen wird Hartl interessant. Und ich glaube, dass wir hier wirklich mit ihm ins Gebet gehen werden, beziehungsweise versuchen werden, ihn zu holen. Ich finde ihn einen guten Allrounder. Das Potenzial muss nicht da, also nicht mehr so hoch sein. Er muss uns nur weiterhelfen und das tut er im Mittelfeld in meinen Augen schon. Wir machen für Hartl jetzt schon ein Angebot. Die Frage ist, ob er mit einem Rotationsspieler Einsatzzeiten zufrieden ist. Stammspieler, ja, kann ich ihm, glaube ich, nicht so ganz empfehlen. Wie gesagt, wenn der noch 1-2 Jahre älter wird, lässt er wahrscheinlich noch ein bisschen nach. Und das passt auch für ihn. Verhandeln den Vertrag für 3 Jahre.
wenn der sich hält, ist der natürlich ein geiler Kaderspieler. Ich glaube nicht, dass wir den nochmal groß verkauft bekommen. Insofern hoffe ich, na, wobei 3 Jahre sind voll okay. Vielleicht kriege ich eine Option rausgehandelt. Wir gehen hier mal knapp unter 1 Million. Die Beratergebühr ziehen wir auch mal ein bisschen runter. Und hier haben wir eine Option für die Vertragsverlängerung durch den Verein auf 1 Jahr. Mal gucken, was er dazu sagt. Na, die nimmt er sofort wieder raus. 1,17. Dann gehen wir mal knapp über 1 Million. Wir liegen gar nicht so weit auseinander, sagt er. Und letzten Endes einigen wir uns bei 1,11 Millionen Euro Grundgehalt und einer Beratergebühr von 120.000. Leider die Option nicht, das habe ich versucht, aber müssen wir so hinnehmen. Für 3 Jahre käme er, jetzt muss er nur noch zusagen. Sind erstmal zufrieden damit, aber er hat wohl, glaube ich, noch ein paar andere interessierte Vereine. Schauen wir mal, Las Palmas möchte ihn haben, okay. Doch dann kommen wir zum Spieltag und der ist natürlich viel, viel wichtiger. Das hier und jetzt, 9. gegen 17. zu Hause gegen Darmstadt, eigentlich 3 Punkte. Wir dürfen uns von dem 0:4 gegen die Bayern nicht blenden lassen. Die spielen in Berlin bei Union und was ist über uns los? Die TSG Hoffenheim spielt gegen Gladbach, die Gladbacher kämpfen gegen den Abstieg und könnten Hoffenheim ärgern und dann wären wir im Idealfall auf 3 Punkte dran. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Ansonsten sehen wir die Wolfsburger gegen Bochum. Die Bochumer wollen ja in der Champions League zu Hause sein nächstes Jahr. Ganz, ganz krasse Saison von denen. Also da bin ich gespannt, ob und wie die sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Das wäre noch ganz spannend in meinen Augen. Und dann werden wir gucken, was passiert. Wir gehen rein. Wir gehen rein vor allen Dingen erstmal ins Taktik-Meeting beziehungsweise sofort in die Teamauswahl. Wir sehen übrigens die Darmstädter logischerweise mit einer Fünferkette und 2 Defensiven. Das ist sehr, sehr defensiv gedacht und da müssen wir auf jeden Fall kreative Lösungen für finden. Und wir machen das im Grundprinzip hier erstmal mit einer ausgewogenen Aufstellung, wobei ich würde gerne auf kontrolliert gehen, sogar noch ein bisschen offensiver. Wir spielen wieder im 4-2-3-1, zumindest etwas asymmetrisch hier im Zentralmittelfeld. Theo sorgt für das kreative Moment, hat eine feine Technik, hat einen gewissen Flair und damit natürlich genau das, was wir brauchen. Wir lassen Waldschmidt spielen und Thielmann, der sich wohl stark verbessert hat, hatte ich die Nachricht bekommen unter der Woche von unserem Staff, befreit ihn hier wahrscheinlich noch ein bisschen mehr und wir gucken, dass er hier auch entsprechend die Scorer sammelt. Gucken wir auf seine Saison. 17 Spiele, ein Tor, eine Vorlage. Da ist definitiv noch Luft nach oben. Bei Selke in 19 Spielen, 9 Tore. Das gefällt mir schon ein gutes Stück mehr. Theo hingegen, gerade mal schauen, der hat in 9 Spielen 3 Assists gesammelt. Das geht. Das ist ein guter Wert. Und insofern hoffen wir natürlich hier, dass das ganz gut passt. Ihr seht den Balken zwischen Theo und Selke vorne drin. Die harmonieren schon ganz gut miteinander. Und insofern gehen wir genau mit dieser Elf hier rein. Verletzt ist... Moment. Ist Paccarada verletzt? Kann der spielen? Ich habe keine Nachricht bekommen. Reha verläuft planmäßig, bei Chabot auch. Sind die verletzt und ich bekomme jetzt hier noch eine Meldung? Warum habe ich es nicht gesehen? Wir schauen, was passiert, wenn ich zum Spiel klicke. Ja, ich könnte mit ihnen spielen. Frage ist, ob ich Chabot hier rausnehme und Kilian bringe. Und für Paccarada könnten wir natürlich noch Katterbach bringen. Wobei ich das natürlich ganz gerne genommen hätte für die Flanken. Wobei, Katterbach spielt auch gute Flanken. Hat einen guten Ausdauerwert, ist ein guter Allrounder. Weiter Einwürfe, Technik, Stellungsspiel. Ja, das passt auch. Wir spielen mit Katterbach. Wir gehen hier kein Risiko bei den beiden. Können sie zu gegebener Zeit nochmal bringen. Also, nochmal alles auf neu. Und wir gehen rein ins Spiel. Mannschaft ist gut motiviert. In der Kabine wurde richtig Stimmung gemacht, gerade eben. Habt ihr nicht gesehen, aber kann ich euch versichern. Die Fans sind bereit und die Darmstädter mit ihrer, boah, hinten eingekesselten, was ist das? 7er Kette letzten Endes fast schon, so tief werden die stehen. Wir gehen rein in den 30. Spieltag, wir gehen rein, die Mannschaften sind auf dem Platz und damit ist das Spiel angepfiffen und wir hoffen schnell auf die ersten Chancen, die uns ganz, ganz schnell die Punkte bringen würden. Und für die, die es hier interessiert, habe ich die aktuellen Spielstände hier unten in der Mitte nochmal reingezogen. Die Mainzer führen gegen Freiburg. Wir gucken so ein bisschen auf die anderen Plätze, einfach um zu sehen, ob es sich lohnt. Wolfsburg führt hier gegen Bochum übrigens. Katterbach hat den Einwurf und findet Martel. Und im Hintergrund ist Fischer da. Boah, und der trifft die Latte. Gute erste Chance. So weit, so gut. Wir haben mehr Ballbesitz und wir haben die Chance zum 1:0 gehabt. Wolfsburg führt früh durch Czerny. Viertelstunde ist rum. Leipzig führt gegen Heidenheim. Wieder Katterbach auf Außen. Hübers spielt einen schönen Ball tief auf Waldschmidt. Was macht der draus? Findet quer den Ball. Boah, schade. Bleiben wir dran? Nee, leider nicht.
Ljubicic hat was abbekommen eben, hatte ich die Meldung. Ist ordentlich drauf, aber da müssen wir über einen Wechsel zu gegebener Zeit nachdenken. Rainer und Hübers bauen hinten relativ ruhig auf. Die Kamera wechselt. Außen finden wir Fischer, der nach vorne schieben soll und das auch klug macht. Thielmann findet Ljubicic, der hat ein bisschen Platz. Theo, jetzt das geniale Moment. Das bringt er auf Selke. Boah, knapp drüber. Das sind die Momente, die wir brauchen. 25 Minuten gespielt. Leipzig führt 2-0 durch den Doppelpack von Werner. Gladbach führt in Hoffenheim durch Wolf. Halbe Stunde rum. Kein Schuss und keiner erst recht aufs Tor von den Darmstädtern. Wir müssen mehr riskieren. Es geht viel über rechts bei uns. Viel zu viel eigentlich. Und eventuell geht es aber mit einem 0-0 in die Pause. Hoffenheim gleicht aus. Krilic trifft. Am Abend noch Union gegen die Bayern. Was passiert hier noch 2 Minuten vor der Pause? Nicht mehr viel. Leider Gottes. Das ist ein Stück weit zu wenig, wenn wir da oben dran wollen. Müssen wir den Jungs auch in der Mannschaft, in der Halbzeitpause sagen. Gute Chancen gehabt, aber leider den Ball noch nicht untergebracht. Und hier seht ihr es. Die Mannschaft ist eigentlich gut motiviert. Wir gehen mal noch auf die Mittelfeldspieler. Ja, wir können noch besser spielen, so sieht's aus. Und vorne will ich natürlich, dass er befreit aufspielt. Alles gut. Grüne Balken, wir können in Halbzeit Nummer 2. Erstmal ändern wir nichts, aber wir schauen natürlich auf Ljubicic zu gegebener Zeit. Was passiert hier nach dem Wiederanpfiff? Die Bochumer sehen eine rote Karte hier. Und treffen trotzdem zum 1:1. 55 Minuten rum. Ich denke über den Wechsel bei Ljubicic nach. Und die Frage ist, bringen wir Case Smith oder Hüseyin Bašić? Ich glaube, wir bringen Hüseyin Bašić. Würde ich gerne weiterhin als Box-to-Box einsetzen. Das kann er auch ganz gut. Und dann bringt Theo die Ecke. Oh, da ist viel los. Rückraum, Thielmann hat den Ball, kann die Flanke reinbringen. Die kommt weit auf Waldschmidt. Theo muss wieder hinterher. Nächste Ecke, oder? So ist es. Jetzt aus den Standards hier Profit schlagen. Die wird nicht angezeigt. Wow, die war wirklich uninteressant dann. Erste gelbe Karte hier für die Darmstädter. Das ist noch wenig in meinen Augen, aber die haben keine Chance. Und die Frage ist, ob wir an der Taktik nochmal ein bisschen was rütteln können. Die Grundausrichtung möchte ich lassen. In Ballbesitz könnten wir das Tempo vielleicht mal etwas erhöhen, um die Darmstädter vor Probleme zu bringen. Hinterlaufen links und hinterlaufen rechts. Einfach mal, um ein bisschen die Tiefe noch zu attackieren. Zeitspiel will ich nicht. Aber wir gehen mit der Pressinglinie noch ein bisschen vor. Bestätigen das. Also etwas mehr Mut noch jetzt hier. Um Fehler zu provozieren bei den abstiegsgefährdeten Darmstädtern. Und wir wechseln sicherlich jetzt nochmal. Ich würde gern Keins bringen. Für Waldschmidt, der es nicht sonderlich gut macht. Und der geht auf Angriff. Und Hübers macht ein gutes Spiel. Fischer nicht so ganz. Vielleicht können wir für ihn jetzt hier noch Benno Schmitz bringen. Bestätigen die beiden Wechsel. Und sehen dann noch 20 Minuten. Noch ist alles drin. Werner trifft zum dritten Mal für Leipzig. Mainz führt 2-0 in Freiburg. Was passiert noch? Leichte Umstellung hier von den Darmstädtern im vorderen Bereich. Kaum der Rede wert. Viertelstunde noch. Ah, jetzt müssen wir die Mannschaft hier mal irgendwie motivieren. Wir ermutigen sie mal. Und es wäre schön, wenn wir schon noch einen Moment hier bekommen. Das sieht wenig, nach wenig Produktivem aus. Wir haben auch wenig Expected Goals. Nur einen Schuss aufs Tor. Eigentlich brauchen wir den Sieg. Riskieren wir es? Wir gehen mal auf Offensiv. Ich erwarte relativ wenig, ehrlicherweise, von den Darmstädtern. Und würde dann auch noch taktisch hier nochmal durchwechseln. Thielmann, oh, das war schwach am Ende. Alidu kommt für ihn und der soll natürlich invers reinziehen und angreifen. Als Flügelspieler vielleicht. Martel ist ein Thema, für den bringe ich hier nochmal Case Smith, der auch ein bisschen nach vorne rückt. Und dann rein in die letzten 5 Minuten plus Nachspielzeit. Wolfsburg führt gegen Bochum, die Hoffenheimer holen sich auch das 2-1, das ist bitter. Und wir erreichen hier nicht mehr als ein müdes 0:0 möglicherweise gegen die Darmstädter. Das wäre echt enttäuschend. Gibt es noch eine Chance hinten raus? Nee. Die Zeit ist abgelaufen und das Spiel ist zu Ende. Das war sehr, sehr wenig. Und von Darmstadt war es natürlich ganz wenig. Ah, ein Stück weit enttäuschend, muss ich sagen. Thielmann auch übrigens. Ich hatte ihn so gelobt, aber das war eine richtig schlechte Partie von ihm. Oh, da müssen wir mit ihm sprechen nach der Partie.
Ein Unentschieden, das niemandem gut tut. Den Darmstädtern ein bisschen, die gehen hier echt einen Platz hoch damit. Aber die Bayern spielen nur 2-2 gegen Union. Oh, das ist spannend. Das ist vor allen Dingen spannend, weil Leipzig ja gewonnen hat. Und Leverkusen noch ein Spiel hat. Das könnte alles nochmal enger da oben zusammenrücken. Wir sind allerdings 6 Punkte hinter den Dortmundern. Die haben noch ein Spiel. Es wären dann 7 auf Bochum, die ja verloren haben gegen die Wölfe. Die sich da noch oben auf die Champions-League-Plätze jetzt drücken. Das tut schon weh. 44 wäre schöner gewesen, bin ich ehrlich. Aber wir haben es nicht geschafft. Und insofern müssen wir auf den nächsten Spieltag hoffen. Derweil drängen wir auf eine Entscheidung bei Hartl, denn Las Palmas hat ihm ein Angebot gemacht. Ich habe gerade auch mit ihm gesprochen, dass er seine Entscheidung doch bitte etwas unvernünftig schnell treffen soll. Er hat uns da ein bisschen zurückgepfiffen und gesagt, dass er dann doch diesen wichtigen Schritt hier als nächstes ordentlich bedenken möchte. Ich bin gespannt. Es war schon die Aussage da, dass er gerne sich beim 1. FC Köln sehen würde. Mal schauen, was da am Ende bei rumkommt, ob wir Hartl bekommen können. So, und wir haben uns in der Bundesliga etabliert. Ein Pflichtziel abgeschlossen, wie geplant. Und die Fans sind begeistert, dass wir das erreicht haben. Nun denn. Und wir sehen schon den Scout-Bericht für die Partie gegen die Mainzer, die ja hier Tabellennachbar von uns sind. Ich muss gerade mal gucken, wie es aktuell ausschaut. Ja, der 8. gegen den 9. Und wir sehen es, auch die spielen sehr defensiv. Barkok, Sung und Unisivo vorne drin. Ansonsten Barrero, Kor, Palacios, Widmer, Bell, Kachi, Leitsch und hinten drin Zentner. Bin gespannt, ob wir das dann etwas besser bespielen können. Das war gegen Darmstadt schwieriger. Vielleicht geben sich aber auch mehr Lücken auf, jetzt wo die Mainzer sicherlich eher mitspielen werden als die Darmstädter, die sicherlich einfach nur die Verhinderungstaktik geprobt haben. Und Europa rückt wieder etwas weiter weg. Dortmund gewinnt 3-1 zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen. Kusunu mit einem Eigentor, Reus und Süle treffen. Schick hatte noch hier für den Anschluss gesorgt. Half aber nicht mehr. Frankfurt gegen Augsburg 0-0. Wir bleiben auf Rang 9. Tja, und haben dann das Nachbarschaftsduell gegen die Mainzer vor der Brust. Sind 7 Punkte hinter den Bochumern. Bei 4 verbleibenden Spieltagen muss einiges passieren bei Bochum, dass sie so krachend hier abrasseln. Wir gucken mal auf deren Termine bzw. Spiele. Na, wobei, das Ganze geht schon runter. Die haben gegen uns ja krachend 5-2 verloren. Heidenheim nur 0-0 gespielt. Wolfsburg verloren. Davor Freiburg, Mainz, Darmstadt. Das waren dankbare Spiele. Spielen jetzt gegen Hoffenheim, Union, Bayer und Werder. Das ist nicht allzu leicht. Wir gucken, was raus passiert. Und es klappt, meine Damen und Herren. Marcel Hartl wechselt zum 1. FC Köln. Er lehnte das Angebot von Las Palmas ab. Chef-Physiotherapeut Osebold hat Hartl einen ausgezeichneten Gesundheitszustand bescheinigt. Der Transfer steht vor dem Abschluss und wird am 1. Juli vollzogen. Es werden 13.250 Euro vom Transferbudget dieser Saison abgezogen. Sollte der Betrag in das aktuelle Budget überziehen, wird der Rest der nächsten Saison abgezogen. Okay, wir sehen, dass wir ihn bekommen, ablösefrei, super Ding für uns, 1,1 Millionen Gehalt. Wir werden natürlich und wahrscheinlich das Gehalt von so jemanden wie Martel mit 1,7 Millionen einsparen. Wir werden gegebenenfalls Jubicic einsparen. Also das passt schon sehr, sehr gut aufeinander. Damit bin ich zufrieden. Übrigens, ich habe einen neuen Scouting-Fotos reingepackt auf Rechtsverteidiger und da ist schon jemand Interessantes dabei. Gonçalo Esteves von Sporting Lissabon. Da müssen wir eventuell mal dran, denn wir gucken gerade mal auf den Kaderplaner für die nächste Saison und schauen, dass wir auf rechts nur einen ganz, ganz simplen Maiko Spondel, 22 Jahre alt, haben und dem mangelt es doch an einigermaßen viel. Die Fähigkeit, es geht so, den könnte ich mir als Backup vorstellen, aber alles andere, was wir auf rechts hinten haben, geht. Schmitz wechselt, Carstensen ist ausgeliehen, Fischer ist ausgeliehen, Höger, muss ich mal gerade gucken mit seinen 34 Jahren, da endet der Vertrag und er ist auch tatsächlich 34 Jahre alt. Georg Strauch, müssen wir mal schauen, 23 Jahre alt, endet der Vertrag. Ah, da ist zu wenig in der Summe der Werte vorhanden. Kevin Dix ist ein Außenverteidiger, der momentan bei Kopenhagen spielt. Da gibt es schon Interesse. Und dann haben wir eben nur noch Sponsel. Also ich bin da sehr gespannt, was passiert in der nächsten Saison. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Wir werden natürlich den Kader ein bisschen ausdünnen und überarbeiten müssen. Aber auf rechts gar keinen zu haben, da müssen wir mit dem Fokus dran. Aber wir feiern die Nachricht, Marcel Hartl wird zu uns kommen. Ein neuer Spieler für den 1. FC Köln. Und damit das erste neue Gesicht für die neue Saison.
Wir schauen auf den 31. Spieltag, an dem es zu einigen knackigen Partien kommt. Zuallererst das Topspiel am Abend, Leipzig gegen Dortmund. Bochum spielt gegen Hoffenheim. Oh wow, die nehmen sich mal definitiv die Punkte weg. Wir spielen das Karnevalsduell. Mainz gegen Köln, 8. gegen 9. Und wir wollen uns eigentlich vor die Mainzer schieben, damit wir ganz knapp dran sind. Vor allen Dingen, wenn und ob irgendjemand da oben von Hoffenheim oder Bochum eben patzt. Die Freiburger als Tabellen 13. müssen gegen Wolfsburg bestehen, das wird schwer. Die haben das letzte Spiel gewonnen. Darmstadt spielt gegen Heidenheim, 17. gegen 11. Gladbach gegen Union und Bayer gegen Stuttgart. Das ist auch nochmal eine Partie, die vermutlich relativ deutlich ausgehen wird. Da wollen natürlich die Leverkusener dranbleiben und die haben, glaube ich, das letzte Spiel nur unentschieden gespielt. Ne? Das war relativ blöd für die, gerade mal reinschauen. Ah nein, die hatten ja 1-3 gegen Dortmund verloren. Das bedeutet für sie, dass sie nicht an den Bayern dran sind und wollen sich jetzt natürlich gegen Stuttgart vor den eigenen Fans den Frust von der Seele schießen. Wir gehen rein in die Vorbereitung. Wir wollen gegen Mainz Punkte. Und mit Punkte, habt ihr schon ganz richtig gehört, es ist Mehrzahl. Wir wollen Punkte. Ich werde Waldschmidt rausnehmen, der hat nicht überzeugt. Für ihn kommt, die Frage wer? Ein Alidu auf rechts und ein Waldschmidt. Ah, habe ich Waldschmidt gesagt? Ich habe den Waldschmidt drin. Nee, Thielmann. Thielmann war so schwach, oder? Ich muss mir das gerade nochmal angucken. Na, hier seht ihr es, Thielmann war so schwach mit einer 5,9. Okay, dann er. Und dann natürlich gegen Alidu auf der rechten Seite, der als inverser Außenstürmer durchaus unterstützt. Selke presst da vorne, Theo, das bleibt in meinen Augen. Wir spielen mit Martel und Ljubicic. Was auf jeden Fall hinten passieren wird, ist, dass Chabot wieder reinkommt, von dem ich glaube, dass er doch den linken Fuß sehr stark hat. Deswegen geht er logischerweise wieder auf seine linke Innenverteidigerposition rüber. Katterbach, da könnte Paccarada wieder kommen, der ist wieder fit, das gefällt mir da ein bisschen besser und ich möchte ihn als Flügelverteidiger auf unterstützen, das passt schon. Soll seine Wege nach vorne machen. Waldschmidt bekommt die Chance. Ich bin mit der Aufstellung erstmal ganz zufrieden. Und Lindenmeiner haben wir noch, ne? Frage, ob er vielleicht. Ja, ich glaube, ich würde Meiner mal wieder die Chance geben. Was machen wir mit ihm? Ein Flügelspieler auf Angreifen. Gucken nochmal gerade auf die Fähigkeiten von ihm als Flügelspieler. Er hat ein gutes Dribbling, eine gute Technik, guten Antritt. Ja, das passt so. Also ich glaube, ich gehe damit. Und dann spielen wir es ausgewogen und gehen rein in die Partie. Weitere Notwendigkeiten sehe ich nicht. Rein ins Mainzer Stadion, das hier ohne Ecken auskommt, so scheint es. Ganz defensiv, wie gesagt, schon wieder die Grundformation in einem 5-2-2-1. Wir spielen im 4-1-1-3-1, DM breit, asymmetrisch, MZR. Wer will es sich notieren? Sehr gerne. Rein in die Partie, der 31. Spieltag, Spannung ist drin und wir wollen uns an den Mainzern vorbeischieben, ich habe es schon gesagt. Gehen rein in die Partie, lass uns hier wieder die Ergebnisse anzeigen und hoffen auf frühe Chancen und einen guten Start der Mannschaft. Wir rufen denen mal sofort was zu. Feuern die Mannschaft an. Wer hat hier die Möglichkeit? Paccarada mit einem Einwurf zu Waldschmidt. Kommt lang rein. Ja, da ist Zentner. Sehr ungefährlich letzten Endes. Der lässt den Ball fallen. Wer hat ihn? Können wir den klären? Na, Fischer holt sich den. Und spielt hier auf Ljubicic. Wo findet der eine Lücke? Ist relativ eng da. Ja, spiel hinten rum. Mach's sicher. Auch Kilian dreht nochmal ab. Reyna. Und Chabot wechselt die Seite. Dann der Fehlpass aber allerdings auf der Außenbahn. Ärgerlich von... Ich krieg ihn nicht mehr angeklickt. Egal. Da ist Lee. Und der ist frei durch. Und der trifft den Pfosten. Aber Kilian rettet dann. Und dann ist die Chance vermutlich vorbei. Ah, da war ein Fehlpass, ich glaube, auf links von, wer wird es gewesen sein, Waldschmidt. Viertelstunde rum, erste gute Chance für die Mainzer, die jetzt hier am Drücker sind. Spielen ganz hinten rum über Kachi. Da vorne presst Selke, aber ziemlich alleingelassen, muss ich sagen, von der restlichen Mannschaft. Und ich glaube, dass ich da was vergessen habe. Das stelle ich nämlich dann auch ganz schnell wieder ein. Wir stehen hier tief, das gefällt mir natürlich gar nicht, sondern wir wollen Standard stehen und nicht hochpressen, sondern im mittleren Block dann vorne angreifen. Aber das tiefe Stehen kann uns nicht gefallen, nehme ich sofort raus. Vielleicht auch der Grund, warum von uns vorne noch nicht viel passiert ist. Wiedmer auf rechts jetzt mit der Flanke möglicherweise. Die kommt. Und Onisivo ist da und er trifft. Und insofern
ändern wir natürlich zu spät die taktische Grundausrichtung. 1:0 für die Mainzer. Das gucken wir uns nicht nochmal an. Ja, mit der Taktikänderung auf jeden Fall weitermachen. Jetzt nicht noch tiefer hinten reindrängen lassen. Onisivo macht leider Gottes schon sein Tor. Wir haben wieder ziemlich wenig vor dem Kasten zu liefern. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Da ist nichts drin momentan. Wir ermutigen die Mannschaft. Hier hinten sind ein paar demotiviert. Chabot hat einen Freistoß. Wir spielen das ruhig. Wir könnten uns mal vors Tor kombinieren. Wir spielen das sehr ruhig hinten. Ich hoffe, ich sage gleich nicht, dass wir das zu ruhig spielen. Waldschmidt wieder mit dem Fehlpass. Oh, das ärgert mich. Da müssen wir dran. Barrero, der soll eigentlich hart getackelt werden. Fehlpass von ihm. Fischer. Ziemliches Gegurke. Jetzt hier. Fischer spielt einen tiefen Ball auf. Meiner. Der bringt die Flanke. Das Selke. Und da ist das 1:1. Und das war schön gespielt. Und die Flanke, wie so oft auf Selke, hilft. Freut mich erstmal. Und jetzt müssen wir mal gerade gucken. Waldschmidt ist noch gar nicht so schlecht hier vermerkt. Paccarada könnte noch was zulegen. Nun gut. Können wir nachlegen. Wiedmer holt sich gelb ab. Zentner mit dem Abstoß. Wo landet der? Das ist die erste wichtige Frage. Erstmal bei Fischer. Der Ljubicic findet. Meiner ist ein Aktivposten auf der rechten Seite. Das gefällt uns natürlich, weil wir ihm die Chance geben. Wieder die Flanke, Fragezeichen. Boah, setzt sich gegen zwei hier fast durch. Fischer darf den Ball nicht verlieren. Ljubicic genauso wenig. Oh, der spielt den Fehlpass. Aber sehr gut zurückerobert hier oben von, ich weiß es nicht, vielleicht war es selbst. Meiner mit einem tiefen Ball. Was ist das denn für ein geiles Ding? Oh, Ljubicic, du musst den doch nur reinschieben. Du hast doch noch Zeit. Du bist doch frei vorm Kasten. Tja. Wollte sie irgendwie ansprechen, die Mannschaft, aber wir lassen es jetzt vor der Pause. Er spielt uns hier Chancen. Und dann gibt es noch 2 Minuten oben drauf, aber es sieht erstmal gut aus. Chabot, der Kapitän, ein bisschen nicht mehr so frisch, um es mal so zu formulieren. Ja, und wir haben uns so langsam aber sicher rangemausert, ne? Am Anfang war ganz, ganz wenig von uns da. Und wir verpennen natürlich hier die ersten Minuten. Aber wir gehen in die Kabine und versuchen, die Jungs zu motivieren. Ja genau, wir schulden den Mainzern nach dem Hinspiel-Debakel noch etwas. Wir wollen uns rächen. Die Abwehr kann das noch besser machen. Im Mittelfeld will ich noch mehr sehen. Und im Sturm ist das bisher ganz okay. Super Offensivleistung, alle sind zufrieden, rein in Halbzeit 2. Und wie gehen wir es an? Viel Stimmung hier auf den Mainzer Fanrängen. Bell auf Außen, Darmstadt 1:2 geschossen gegen Heidenheim. Frage ist, entsteht hier sofort eine Chance aus dem Angriff? Und wenn ja, dann sind es wahrscheinlich die Mainzer über Palacios links. Flanke bekommen wir natürlich nicht verhindert. Da ist wieder Onisivo. Der trifft wieder zum 2:1. Oh, der Schiri meldet sich. Was war? Ist das Abseits? Bitte lass es Abseits sein. Ah, das Tor wird gegeben. Ich wusste auch nicht, wo da was gewesen sein soll. Ja, wir fordern mehr von der Mannschaft. Schnell das 2:1, sofort nach dem Anstoß, sehr bitter. Aber damit haben wir natürlich auch noch Zeit. Katschi holt sich gelb ab. Kilian und Martel, jetzt ist es ein bisschen besser mit der Stimmung bei ihnen. Stunde rum. Und wieder die Mainzer. Ah, das ist nicht gut. Es würde mich schon freuen, wenn wir da mal proaktiv dazwischen gehen würden. Die Mainzer jubeln schon bei jedem erdenklichen Pass, den die hier hinten rumspielen. In der eigenen Hälfte wird sogar gejubelt. Dann ist Lee vorne und der macht das Spiel wieder über Palacios schnell. Das ist Abseits für mich, ja. Und dann wurde die Situation noch abgepfiffen. Stunde rum. Wir sollten über Wechsel nachdenken zu gegebener Zeit. Das machen wir jetzt auch mal. Was können wir denn verändern? Im Ballbesitz möchte ich natürlich, dass wir hier... Wir sollten Tempo reinbringen.
holen jetzt das Gegenpressing raus, wir wollen den Ball. Und dann ist die Frage, was machen wir personell? Wer spielt hier schlecht? Ein Paccarada überzeugt leider nicht. Könnten wir nochmal Katterbach für bringen? Dann müssen wir auf Ljubicic schauen. Was ist mit einem Kainz mit seiner Erfahrung? Jetzt für Waldschmidt. In meinen Augen eine gute Idee. Soll natürlich angreifen. Ja, und dann passt das erstmal so. Immer noch eine halbe Stunde zu spielen. Aber es muss natürlich jetzt was passieren. Und es passiert leider die Ecke für die Mainzer. Boah, das wird auf der Linie geklärt. Die Mainzer spielen hier mit uns momentan Katz und Maus. Da geht keiner drauf. Um Himmels Willen, Leute. Wenn ich so verteidige, dann ist es ja auch kein Wunder. Habt ihr das da hinten gesehen? Ich will es mir nicht in der Wiederholung angucken, aber es war so schlecht, dass man es sich nochmal angucken muss. 3:1. Also wie wir hier hinten, Moment, ich werde das pausieren, wie wir hier jetzt keinen vorschieben, Kilian, Chabot oder auch, wer ist es noch? Ich kann ihn nicht mehr anklicken, so schlecht ist er. Kainz steht da mit drin. Schaut mal, wie die abwarten. Die stehen zu fünft, stehen die an Onisivo dran und nicht mehr vor ihm. Ja, und dann kommt alles zu spät. Und dann sieht auch Reyna natürlich da nicht gut aus. Wird aber auch sehr alleine gelassen. Ganz, ganz schwaches Gegentor. Jetzt aber ein Freistoß von Theo. Wenn was passiert, dann muss es jetzt passieren. Außenpfosten. Ah, da muss jetzt mehr gehen. Wir schieben das Ganze jetzt auf Offensiv. Und bringen noch einen Tigges für Ljubicic vorne mit rein. Ein Martel macht das sehr zentral, aber trotzdem ballerobernd, defensiv denkend. Tigges möchte ich als Zielspieler haben und einen Selke als pressenden Stürmer. Das passt für mich. Und dann hoffen wir, dass sich da noch irgendwas offensiv tut. Wir brauchen schnell ein Tor. Ganz schnell. Versuchen nochmal hier die Mannschaft zu ermutigen. Aber das sieht schon ziemlich aussichtslos aus. Und die sind hier natürlich jetzt top motiviert, die Mainzer. Ihr seht das an den ganzen Balken. Wobei, ich habe die Mannschaft auch noch ganz gut abgeholt. Wir sollten über Selke als Wechsel nachdenken. Es sind noch 5 Minuten. Das ist relativ bitter. Können für ihn nochmal Thielmann bringen. Kann er da vorne überhaupt irgendwas? Hängende Spitze. Na, dann gehen wir auf hängende Spitze Angriff. Aber das sind jetzt natürlich nur noch so die Wechsel. Ein Chabot, da bringen wir mal Hübers. Bestätigen das Ganze. Und müssen leider Gottes dieser Niederlage ins Auge sehen. Was mir echt ein bisschen wehtut. Denn damit ist Europa Geschichte, das dürfen wir nicht vergessen. 5 Minuten gibt es obendrauf. Die Mainzer dominieren uns in Halbzeit 2. Und es kann gut sein, dass Gruder jetzt hier noch einen Traumpass spielt und wir gleich 4:1 verlieren. Was in meinen Augen zu hoch wäre. Barrero mit einem Traumpass. Ja, muss wohl Abseits gewesen sein von Burkhardt. Und dann ist Schluss. Wir verlieren 3:1. Ja, und wir sind unzufrieden. Das wird die Mannschaft hören. Ich bin gut mit denen, finde ich, momentan. Aber 3:1 ist bitter. Ja, und Till Foda und Nico Gärtner reagieren in den sozialen Medien. Schockierend, total schockierend. Bin stocksauer. Und das trifft ungefähr das, was ich hier gerade denke. Das ist bitter. Wir gucken zunächst auf die anderen Ergebnisse. Leverkusen 2:1 gegen Stuttgart gewonnen. Wie gesagt, Frust von der Seele schießen. Gladbach Union 0:0. 4:1 gewinnt Heidenheim in Darmstadt, die damit wieder schön unten reinrasseln. Bochum gewinnt krasserweise zu Hause gegen Hoffenheim. Mit denen wir, ja, hätten wir mal 5 Punkte mehr, dann wären wir gut dran. Wolfsburg gewinnt 3:1 in Freiburg. Damit sichern sie ihre Ambitionen auf die Champions League. Aber wir müssen leider abreißen lassen. Ihr seht das. Tabellenneunter immer noch. Alles gut. Aber wir sind 5 Punkte hinter den Mainzern und 8 Punkte hinter den Hoffenheimern. Dortmund ist 9 Punkte vor uns und hat noch ein Spiel. Insofern ist das schon sehr, sehr bitter, dass in dieser Folge sich das internationale Geschäft erledigt hat. Aber damit haben wir natürlich auch ein bisschen Planungssicherheit für die nächste Saison und können unsere Transfers ein bisschen besser austarieren. In der nächsten Folge wird es dazu sicherlich noch ein bisschen was geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet beim Football Manager 2024 mit unserem ersten FC Köln. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, falls ihr den Abo-Knopf gefunden habt oder schon länger dabei seid. Schön, dass ihr da seid. Bis zum nächsten Mal. Euer Litz Splinter. Macht's gut. Ciao, ciao.